Leute, wir haben jetzt Letty gecatcht. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du? Ich bin Letty, ich spiele für die Organisation Atlantis. Aha. Wie alt bist du? 15, okay. Schau mal, du bist Streamer, aber auch auf YouTube und Twitch unterwegs, ne? Ja. Vergleichsweise weniger als natürlich als Pro-Player. Würdest du trotzdem sagen, dass du eher Pro-Player oder Content-Creator bist? Ich würde sagen, ich bin mehr Pro-Player. Aha. Hast du so einen bestimmten Trainingsplan und wenn ja, wie sieht der aus? Also stehst du morgens um 8 Uhr auf oder wie läuft das bei dir gerade? Also ich stehe echt immer recht früh auf. So, ich spiele dann, glaube ich, immer so also Aim-Maps, ja, die für Controller wieder gemacht wurden, halt wo man halt rumtöten, damit seine Hände warm werden. Und dann spiele ich halt immer Solo-Arena. Dann mache ich halt immer eine kurze Pause vorm Turnier, dann spiele ich mich bevor dem Turnier eine Stunde warm. Das ist okay, halt die beste Routine. Zusammengezählt, wie lange brauchst du so, bis du auf so ein Tournament quasi vorbereitet bist? Wie lange spielst du dann nochmal vor dem Tournament selber? Ich glaube immer so 2 bis 3 Stunden. Ganz klassische Frage, was sagen deine Eltern und deine Familie zu dieser ganzen Geschichte? Wie gehen die damit um? Meine Eltern und meine Geschwister unterstützen mich mit allem. Wie sieht es bei der Schule bei dir hinten aus? Gehst du noch zur Schule? Ja, ich gehe noch zur Schule. Also meine Eltern haben gesagt, dass ich die Schule trotzdem fertigstellen muss und noch Ausbildung machen muss. Aber ich kann das halt alles nebenbei machen. Also okay, cool. Ist Fortnite das erste Game, in dem du dich so competitive und e-sports-mäßig versuchst oder hast du schon mal andere Spiele vorher gespielt? Nee, Fortnite ist mein erstes Spiel, was ich wirklich competitive spiele. Ich habe oft viel Minecraft gespielt auf PC. Bad Wars? Ja, Bad Wars und so. Also. Sehr stark, sehr gut. Wie findest du das, dass ein Großteil der Earnings einfach öffentlich gemacht wird? Findest du das eher oder findest du das eigentlich cool, dass das so transparent gehandhabt wird? Ja, also ich finde es halt recht gut, weil die Leute sich dann halt natürlich auch mehr anstrengen. Ja, auch immer eine Sache, worauf man stolz sein kann, ne? Hast du geplant, neben deiner E-Sports-Karriere und deiner Online-Karriere quasi YouTube, Twitch und sowas irgendwann einmal, vielleicht sogar mit dem Geld, was du hier gewinnst, Offline-Standbein aufzubauen und zu sagen, Nein, du bist noch relativ jung, du bist 15, aber hast du schon so weit quasi gedacht zu sagen, hey, vielleicht investiere ich das Geld irgendwo rein oder sowas? Also das World Cup Money, was ich gewonnen habe, die 55.000, das gebe ich alles meiner Mutter. Es wird halt nicht aber 55.000 ankommen, es werden halt die Steuern noch abgezogen. Klar, aber das hast du schon mal im Hinterkopf, das ist schon mal wichtig. Ja. Wann war dieser Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, ey, ich fahre gerade über jeden drüber und vielleicht kann ich sogar kompetitiv versuchen? Ich meine, in irgendeinem Spiel muss ich aber den Klick gemacht haben, wann war das? Also ich habe hier auf Xbox gespielt immer und es gab halt so ein Discord früher und da haben halt alle Pros, also Scrims, ne? Ja. Das ist halt, wo alle Leute auf einmal ready drücken. Ich habe da halt recht viele Runden immer nacheinander gewonnen. Ja. Dann habe ich halt versucht, mehr in Competitive Bereich zu gehen. Wie war denn dein Weg tatsächlich in das ganze Ding rein? Du hast dich ja als quasi Underdog qualifiziert. Ging ja dann noch relativ schnell mit dem Atlantis-Teilen. Wie war das für dich? Ich habe mich ja in einem Turnier, die Black Heart Cup, qualifiziert. Wurde ich jetzt hinter Platz. Ich war da ja im Team Apokalypto, also einfach nur ein normales Team. Ich bin mit denen halt auch noch allen gut. Die haben mich halt auch mit allem unterstützt. Ah, krass. Das heißt, Atlantis danach dann auf dich zugekommen, hat gesagt, hast du Bock? Ja, und dann von dem Apokalypto bin ich dann direkt zu Atlantis gegangen. Okay, krass. Schaust du dir selber auch andere Content-Creator, Streamer oder sowas an? Ich gucke oft Karma, Ghost Whistle und Easter gucke ich immer. Viele Controller-Spiele halt, damit du vielleicht selber da nochmal irgendwie ein Learning draus ziehen kannst, oder? Ja. Ist das oft so, dass wenn du dir Content von diesen Leuten anguckst, dass du sagst, okay, das könnte ich vielleicht selber bei mir besser machen, das hilft mir vielleicht selber weiter? Ja, so bei Twitch vor allem. Also ich versuche halt immer nicht so toxic zu sein, aber es ist halt immer recht schwer. Kenn ich. Würdest du sagen, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Dasein eines E-Sports oder generell E-Sports genügend Respekt gezollt wird oder ist es immer noch so, dass das irgendwie nicht richtig anerkannt ist? Ja, also ich finde, kriegst schon recht viel Respekt. Ich glaube, wenn jetzt die E-Sportler nicht Social Media senden würden, die, glaube ich, auch nicht auf der Straße kennen würden. Also ist, glaube ich, immer noch ein großer Unterschied zwischen normalen Sport und E-Sport, oder? Mhm. Eine wichtige Frage habe ich noch tatsächlich. Warum ist Trimax eigentlich so bad? Kannst du mir das erklären? Ich weiß es eigentlich im Ernst auch nicht, weil er spielt halt seit Season 0. Ja, aber er geht ja sogar in den Playground und übt. Wie kann man da noch so schlecht sein, ist die Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht sollte er mal Controller anschließen, vielleicht wird er besser. Wollte ich gerade fragen, hast du da irgendeinen Godlight-Tipp an Trimax vielleicht? Vielleicht probier mal Controller-Trimax, vielleicht bist du im L2-Spamming und vielleicht wird es dann besser. Alles klar, das war's mit Letchi. Dankeschön dir, cool, danke. Mega.